Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute machen wir etwas, ihr seht es schon im Titel, ne? Ist natürlich auch ein bisschen Clickbaiting, Finanzpornografie, und zwar Skew-Index. Was ist der Skew-Index, was verbirgt sich dahinter und warum hat das was mit Finanzpornografie zu tun? Ich bin euch dieses Video noch schuldig, denn wir haben schon vor längerer Zeit hier einmal im Kanal über den Skew gesprochen. Ihr wisst, der Skew könnte man auch übersetzen mit Schiefe. Das stellt im Optionshandel die Besonderheit dar, dass es manchmal Situationen gibt, wo die eine Seite, also beispielsweise die Puts, teurer sind als die Calls. Sprich, du nimmst eine Laufzeit her, egal jetzt welche, und dann schaust du dir am gleichen Delta die Call- und die Put-Optionen an und dann müssten die ja eigentlich das gleiche kosten. Aber wir stellen oftmals fest, dass eine Seite teurer ist. Bei den Aktienmärkten beispielsweise ist es so, dass oftmals die Puts teurer sind als die Calls. Woran liegt das? Na klar, weil natürlich das Risiko immer auf der Unterseite ist. Niemand hat ein Problem mit steigenden Märkten, aber jeder hat ein Problem mit fallenden Märkten, zumindest die Masse. Und aus dem Grunde werden Puts, die Versicherung also auf der Unterseite, sind teurer als die Versicherung auf der Oberseite. Bei Rohstoffoptionen gibt es das Ganze auch, aber da kann das auch mal umgekehrt sein. Wir hatten kürzlich die Situation im Erdgas, da waren die Call-Optionen deutlich teurer als vergleichbare Put-Optionen und das lag daran, weil eben das Erdgas in kurzer Zeit aufgrund der Kälte in den USA so extrem nach oben geschossen ist. So, das ist also eine kleine Wiederholung von dem, was wir schon mal hatten und jetzt kommen wir mal zu diesem Skew-Index. Der Skew-Index, auch ganz so geschrieben, ne? SKEW-Index, ist eine Entwicklung der CBOE, also der Optionsbörse in Chicago, der größten Optionsterminbörse der Welt. Und ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wann der entwickelt wurde, aber den gibt es schon, ich glaube, seit 1990 etwa. Und das Ganze rührt eigentlich oder hat seinen Ursprung im Crash von 1987. Bis 1987 hat man gedacht, dass die Risiken, die sogenannten Tail Risk, ne, also das, was sehr, sehr unerwartet ist, dass die gleichmäßig verteilt sind, beziehungsweise dass sie so verteilt sind wie in einer normalen Wahrscheinlichkeitskurve. Wer sich damals schon mal ein bisschen beschäftigt hat, der kennt das. Ne? Da gibt es ja diese Verteilungskurven, also dass man sagt, okay, da gibt es diese erste Standardabweichung, das sind 68% aller Ereignisse, finden darin statt. Ne? Es ist diese Kurve hier, kennt ihr alle, dann gibt es zweite Standardabweichung, dritte und so weiter und so fort. Und man hat also gesagt, okay, das ist standardmäßig verteilt und genauso viel oder genauso wie es eben von der Theorie her sein muss, genauso findet es auch statt. Auf gut Deutsch übersetzt, man hat einfach unterschätzt, dass die Risiken, die es gibt, gerade beim Einbruch von Aktienmärkten, die hat man unterschätzt. Also es passiert deutlich häufiger, als es uns die Statistik vermuten lässt. Die Statistik, die sonst bei vielen anderen Dingen mit diesen Verteilungskurven gilt, die passt eben nicht mehr in den Aktienmarkt hinein. Ne? Also Einbrüche, die größer als 2 oder 3 Standardabweichungen sind, die kommen doch wesentlich häufiger vor, als man das vermuten würde, beziehungsweise bis 1987 vermutet hat. Und daraufhin wurden übrigens dann auch die Optionen anders gepreist. Also bis 1987 waren Optionen völlig anders gepreist. Da gab es auch diesen Skew-Index oder den Skew nicht. Ne? Da hat man nämlich gesagt, okay, ein Call am Delta 10 muss genauso teuer sein wie ein Put am Delta 10. Dann hat man aber gemerkt, nee, die Versicherung auf der Unterseite, die muss ein bisschen teurer sein. So, und daraufhin hat dann die CBOE eben diesen Skew-Index entwickelt. Und dieser Index soll also dieses sogenannte Tail-Risiko messen. Der soll uns im Grunde genommen zeigen, wie wahrscheinlich es ist, dass von jetzt ausgehend es zu einer Bewegung kommt, die mehr als 2 oder 3 Standardabweichungen beträgt. Dieser Skew-Index soll uns also zeigen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es zu einer größeren Bewegung kommt. Und diese Bewegung, wie gesagt, jetzt gar nicht so sehr in Standardabweichungen denken oder in so mathematischen Modellen, sondern einfach sagen, hey, wenn eben der S&P sich, was weiß ich, am Tag 20 Punkte bewegt und dann plötzlich bewegt er sich halt mal 40 oder 60 oder 80, dann ist das eben außerhalb der Standardabweichung und das soll man mit Hilfe dieses Skew-Index messen können. Und die Idee dahinter ist, dass man misst einfach mal diesen Skew-Index, der wird so hat fast so ein bisschen das Prinzip wie der Volatilitätsindex VIX, aber hier werden ausschließlich Out-of-the-Money-Optionen genommen, also die ganz weit weg liegen. Und
Die Idee dahinter ist, dass man sagt, das Portfolio-Manager, wenn sie Gefahr sehen, wenn sie also sehen, oh, da kommt irgendwie was ins Rutschen, dann kaufen die eben diese weit aus dem Geld liegenden Puts. Die sind ja sehr billig, aber wenn der Markt dann crasht, dann explodieren die vom Preis her und bieten eigentlich einen recht guten Schutz. Also das heißt, das sind diese bekannten auch Black Swan Puts, ne? Dass man sagt, hat schon Nassim Taleb hat das ja schon mit seiner Firma versucht, hat leider nicht funktioniert. Das heißt leider, mir auch egal, aber hat nicht funktioniert. Also man sagt, ich kaufe ganz, ganz weit aus dem Geld liegende Put-Optionen und wenn dann so ein Ereignis kommt, dann explodieren die und helfen mir halt. So, das ist also die Idee zwischen dem, hinter diesem Skew-Index. Und der soll sich zwischen 100 und 150 in etwa bewegen. Bei 100 wäre es also vollkommen normal. Und je höher der Preis ist, umso größer ist das Risiko, dass der Markt einbricht. Und ich zeige euch mal hier ein Bild. Da könnt ihr das mal ablesen. Und da seht ihr eben, hier sind die Skew-Stände und das entsprechende Risiko. Also beispielsweise, wenn er bei 100 ist, dann haben wir eben ein Risiko von 2,3%, dass so eine Standardabweichung oder eine Bewegung in der zweifachen Standardabweichung stattfindet. Das ist also der Normalzustand. Und wenn wir zum Beispiel auf 140 gehen, der Skew steigt auf 140 an, dann steigt eben dieses Risiko von 2,3% auf 13,1%. So, und das ist also die grundsätzliche Idee hinter diesem Skew-Index. Jetzt klingt das natürlich sehr, sehr schön. Und wir können sagen, hey, super, dann ist das doch ein tolles Messinstrument. Immer dann, wenn der Skew nach oben geht oder dieser Skew-Index besser gesagt, dann wissen wir, es ist Gefahr im Verzug und wir können uns absichern, wir können Positionen abbauen, Hedges einbauen und so weiter und so fort. Ja, wenn es denn mal so einfach wäre. Denn in der Realität zeigt sich, dass der Skew-Index ein ziemlich schlechter Ratgeber ist, ne? Aus meiner Sicht heraus ist er sogar relativ nutzlos. Nichtsdestotrotz, und da komme ich dann am Ende nochmal drauf, ist er doch weit verbreitet. Und warum ist er nutzlos? Es gibt sehr, sehr viele Untersuchungen dazu. Und im Grunde zeigen diese Untersuchungen immer wieder ein Bild. Nämlich, dass dieser Skew-Index keine verlässlichen Aussagen darüber macht, dass ausgehend von seinem jetzigen Stand es zu einem bestimmten Ereignis kommt oder auch nicht. Das heißt also, man hat untersucht sehr, sehr hohe Skew-Stände. Und hat gesagt, wie war denn die Entwicklung des S&P am nächsten Tag, in 5 Tagen, in 10 Tagen und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, was war denn bei ganz niedrigen Skew-Ständen? Und da ist man drauf gekommen, das ist genau das Gleiche. Da gibt es keinerlei Unterschied. Ne? Dann haben wir gesagt, okay, dann untersuchen wir doch mal, was ist denn, wenn wir die größten Tagesverluste hernehmen? Man hat mal hier, das ist ein relativ aktuelles Beispiel, ich zeige euch das mal hier, auch hier wieder ein Bild eingeblendet. Man hat die 25 größten Tagesverluste genommen, die der S&P hatte. Die reichen so zwischen 9 und knapp 5% und 4,5%. Und in keinem dieser Fälle, also in keinem dieser Fälle, wo es zu diesen extremen Tagesverlusten kam, war der Skew vorher an einem Extrem-Rating, also quasi in den Top 5 von den Ständen, die er jemals erreicht. Und das zeigt ja eigentlich nur, dass es im Grunde genommen ein relativ aussageloser Index ist. Woran liegt das übrigens, dass das nicht funktioniert? Relativ auch einleuchtend, weil eben die Profis dann doch nicht solche Profis sind, weil eben die Masse, die sich dann hedgen muss, auch viel zu spät hedgt. Wir haben das ja jetzt erst beim Einbruch am 5. Februar gesehen. Der Markt fiel in sich zusammen, brach ein und dann ist erst mit dem Einbruch die Volatilität hochgegangen, die Put-Optionen sind explodiert und die wurden eben nicht schon im Vorfeld gekauft. Also wer sich mal den Skew-Index anschaut, der war im Vorfeld auch nicht sehr, sehr hoch. Dagegen hatten wir zum Beispiel einen extrem hohen Skew im März 2017. Und ihr erinnert euch, März 2017, danach lief die Rallye genauso weiter. Es gab überhaupt keine Rücksätze an den Märkten. Das heißt also, es ist völlig, ja, bringen wir es auf den Punkt, der Skew-Index ist nutzlos. So, jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen, okay, was nützt mir denn das? Warum haben wir darüber gesprochen? Naja, weil ihr müsst etwas verstehen, was an den Märkten weit, weit verbreitet ist und das ist eben diese Finanzpornografie. Und ihr werdet immer mal wieder, werdet ihr Analysten sehen, ihr werdet immer mal wieder Nachrichten sehen, ihr werdet immer mal wieder in einer auf CNBC oder irgendwo werdet ihr was sehen, wo irgendein Experte kommt, der sagt, hey, guckt mal hier, dieser Skew-Index, der ist jetzt bei 150. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt zu einem Marktcrash kommt, die ist extrem groß. Ne? Und dann wird es halt verbreitet.
So, das ist so ähnlich wie mit dem, es gibt so viele solche Indikatoren, die immer herausgeholt werden, die dann irgendwann mal ein hohes Level zeigen oder niedriges, je nachdem wie sie aufgebaut sind. Und jeder sagt dann, oh, das ist jetzt gefährlich, das ist risikoreich. Untersucht man aber mal die Zahlen, stellt man fest, dass das völlig nutzlos ist. Ne? Das bringt überhaupt nichts. Das ist so ähnlich wie wenn man sagt, das Put-Call-Ratio ist jetzt sehr, sehr niedrig. Ne? Put-Call-Ratio von 0,5. Das ist total, drückt eine totale Sorglosigkeit aus und deswegen muss der Markt jetzt einbrechen. Muss er überhaupt nicht. Ne? Hat überhaupt keinerlei Aussage, ein niedriges Put-Call-Ratio. Sehr hohes Put-Call-Ratio hat eine Aussage, sehr niedriges überhaupt keine. So, und das ist das, was ich so unter Finanzpornografie verstehe, wo also irgendwelche Schlagzeilen genommen werden, die werden dann in die Masse reingeworfen, die Investoren sind alle ängstlich, sagen, oh Gott, dieser Indikator, der ist jetzt angeschlagen und da passiert jetzt irgendwas. Ne? Und Schiller, KGV und was es da nicht alles gibt. Manchmal ist es halt so, der Markt bricht ein und tatsächlich war davor dieser Index gerade hoch, wie dieses Q-Index. Aber in den meisten Fällen passiert es einfach so, ohne dass er hoch war. Und das soll eigentlich nur zeigen an diesem speziellen Beispiel hier des Q-Index, dass es relativ egal ist, ne? Dass ihr auf solche Dinge einfach nicht achten müsst. Wenn ihr da also mal wieder was lest, lächelt darüber, sagt, okay, komm, das ist wieder das. Das wird halt wieder so in die Masse gebracht. Ne? Das macht Schlagzeilen, das bringt Aufmerksamkeit. Dafür schauen Leute CNBC und so weiter. Aber einen wirklichen Nutzen kannst du daraus nicht ableiten. Und die, die wirklich was an der Börse können, die was verstehen, die achten auch nicht auf solches Zeugs. Ne? Das ist wirklich so Mainstream, das ist an die Masse. Und wenn man das so ein bisschen technisch verpackt, ne? Volatilitäten, out of the money is Q, bla 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 blush. Das klingt dann immer ganz wichtig, hat aber eben überhaupt keinen Wert. So. Wir wissen also jetzt, was der Q-Index ist. Wir wissen aber auch, dass er nicht sehr sinnvoll ist. Das heißt, wir können es ganz nach hinten in eine Ecke des Gehirns schicken. Und das Einzige, was wir uns merken sollen, ist, wenn er das wieder mal lest, wenn er das mal wieder hört, dann wisst ihr, aha, hat gar nicht so die allzu große Bedeutung. Kann ich also getrost vernachlässigen. In diesem Sinne, achtet auf die Dinge, die wirklich relevant sind. Achtet auf die Price Action. Price Action, das ist ja ein Ausdruck. Also achtet auf die Preise. Achtet darauf, was der VIX selbst, also die Volatilität selber macht. Und alle anderen Dinge sind meistens Hokuspokus. Lasst euch also von denen nicht zu sehr beeinflussen. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Erfolg bei eurem Handel. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut.